Hallo, wir machen Vanillekipferl, aber Vanillekipferl mit nicht so viel Kalorien, weil leider Gottes ist es nun mal so, alles was so richtig gut schmeckt, hat halt immer viele Kalorien. Und ich liebe Vanillekipferl und wollte jetzt nicht so groß drauf verzichten und habe gedacht, dann machen wir einfach eine mit etwas weniger Kalorien, also eine Variante so. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. So. Also, wir brauchen einmal 100 Gramm Mehl. Ich habe da jetzt Dinkelmehl genommen. Dann brauchen wir 80 Gramm Butter eigentlich. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, dass ich 40 Gramm von dieser Weight Watchers Butter nehme. Die hat nämlich nicht sehr viele Kalorien. Und 40 Gramm, also die Hälfte, nehme ich Apfelmark als Butterersatz. Aber da ist es wichtig, dass es Apfelmark ist und nicht Apfelmus, weil Apfelmus ist ja gezuckert. Das, dann zwei Eigelb, 50 Gramm gemahlene Mandeln, dann 50 Gramm Zucker, also mit X. Der Zuckerersatz, den habe ich jetzt schon mal gemahlen, damit er feiner ist. Das ist hier. Habe ich schon öfters gezeigt, aber wer es noch nicht kennt, das ist kalorienfreies Süßungsmittel. Und da habe ich jetzt auch schon mal eine Vanilleschote rein. Ich habe jetzt eine echte, sozusagen echte ganze Vanilleschote genommen. Und hier ist dann, also ist ein bisschen mehr wie 50 Gramm, weil hier ist noch ein Esslöffel drin, den lasse ich nachher übrig. Da wird es später drin noch gewälzt. Und weil das ist ja jetzt Puderzucker und das brauchen wir ja dann später. Und dann einen halben Teelöffel Backpulver brauchen wir noch. Und ja, dann hätten wir eigentlich auch schon so, alles. So, jetzt gebe ich einmal hier den Zucker rein, bis auf, wie gesagt, so einen Esslöffel. Weil ich den hier jetzt mit einkalkuliert habe. So. Und dann die Eigelbe. Und das verrühren wir jetzt erstmal miteinander. So, jetzt geben wir einfach die anderen Sachen noch dazu. Das Mehl. Dann hier die Butter und Apfelmark. Die gemahlenen Mandeln. Und noch etwas Backpulver. Und jetzt verrühren wir das. Ein bisschen Mehl dazu, weil das noch nicht so kompakt ist, aber ich will auch nicht zu viel dazu geben. Deswegen, ich mache nur ein bisschen und dann gucken wir mal. So, und jetzt geben wir den Teig mal in Frischhaltefolie. Ihr seht, der ist jetzt nicht so unklebrig, aber wir hoffen, dass er im Kühlschrank dann noch ein bisschen kompakter wird, wenn die Butter wieder etwas fester wird. Obwohl ich jetzt natürlich ja auch keine richtige Butter genommen habe, also das ist ja extra so eine, die streichzart ist. Von daher kann es auch sein, dass wir da gar keine richtigen Vanillekipferl draus formen können. Aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht, Hauptsache es schmeckt. Und jetzt geht der Teig ab in den Kühlschrank. So, also der Ofen, der ist jetzt auf 180 Grad schon mal eingestellt. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache Kügelchen, weil ich irgendwie gar keine Lust habe, jetzt so auf die typische Vanillekipferlform. Und jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Teig klappt. Ich befeuchte mir jetzt so ein bisschen die Hände. Dann geht es eigentlich ganz gut.
So, jetzt kommt das Ganze in den Ofen und ich sage euch danach, wie lange es drin war. So, die waren jetzt so 15 bis 20 Minuten drin. Und jetzt kommt halt noch der Zucker darüber, wo ja auch noch die Vanille dabei ist. So, wir sind fertig. So sehen die unten aus. Schmecken auch total lecker. Also das ist von der Süße total richtig. Also für mich ist es richtig. Was ich noch sagen wollte, ich gucke ja bei sowas, also jetzt nicht nur wegen euch, auch wegen mir selbst, immer nach so Rezepten, wo man jetzt halt nicht irgendwie noch Mandelmehl und noch dies und also so tausend verschiedene Sachen so teure noch für ein Rezept kaufen muss. Weil erstens ist es ärgerlich manchmal, da braucht man die Zutaten für die anderen Rezepte nicht mehr. Oder es ist halt einfach sauteuer auf gut Deutsch. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel da, das sind ja eigentlich so normale Zutaten, bis auf, okay, der Apfelmark, aber der Apfelmark ist jetzt nicht teuer. Und bis auf halt diesen Zucker, der halt etwas teurer ist. Aber das wollte ich halt sagen, das, also für mich, also da gebe ich das jetzt gerne aus, weil das lohnt sich für mich halt wirklich. Weil man dadurch halt auch nicht so diesen Heißhunger kriegt. Und durch normalen Zucker habe ich ja das Problem, dass ich dann auch so Heißhunger kriege. Und dann hole ich mir irgendwas anderes Süßes und wenn ich das dann so aufrechne, dann kann ich mir auch lieber das mal leisten. Erstens ist es dann besser für die Figur, dass ich eben nicht dann an die Chips oder an die normale Schokolade dann wieder gehe. Und dann gucke ich auch, dass ich so Rezepte halt nehme, wo man jetzt nicht unbedingt dann 150 Gramm von diesem Zucker dann nehmen muss, wo das dann relativ schnell aufgebraucht ist. Hier waren ja jetzt 50 Gramm dran und dieser eine Esslöffel, das geht ja, finde ich noch. Aber, oder zum Beispiel, wenn man sich halt Waffeln selber macht, dass man gerade da den Zucker mit Zimt dann drüber streut, da verbraucht man dann auch nicht so viel. Und das wollte ich halt eben noch mal sagen. Bisschen andere Form. Und, aber schmecken total lecker. Und macht's nach und ich hoffe wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.